Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, heute ist wieder Lego Freitag und ich habe gedacht, wir schauen uns heute mal den Darth Vader Helm an aus der Star Wars Reihe von Lego und zwar mit 834 Teilen, die 75304, ein 18 Plus Set. Ja, das gehört wohl zu der erwachsenen Sammlerreihe von Lego. Da haben wir ein paar Bilder vom guten Darcy. Und so sieht das ganze Ding von hinten aus. Ich finde die Kartondesigns wirklich schick. Ich habe alle Helme davon. Ich mag die Reihe irgendwie, obwohl ich den Darth Vader Helm wirklich am schwächsten finde, gerade optisch. Ich zeige euch auch gleich warum. Hier haben wir die Bauanleitung. Da haben wir vorne noch ein cooles Foto drin. Und dann geht es auch schon mit der Bauanleitung los. Ja, wer die Helme gebaut hat, es ist eigentlich immer ähnlich. Die Bautechniken sind eigentlich wirklich cool, das muss man echt sagen. Das Foto an diesem Teil hier, finde ich, ist echt gelungen. Schönes Bild und ja, eine der Anfangsszenen. Wenn dies ein Konsularschiff ist, wo ist dann der Botschafter? Gut, schauen wir uns den Helm an. Und da habe ich nicht nur diesen kleinen, sondern ich habe seinen Papa mitgebracht. Und zwar besitze ich aus der Black Series Reihe diesen wunderschön gelungenen Darth Vader Helm. Und den finde ich richtig cool. Das ist ein richtig schönes Teil. Da haben wir das Lego Teil und ja, im Vergleich dazu mal einen, der wirklich gut gemacht ist. Was stört mich an dem hier? Es geht schon hier vorne mit dem Gitter los. Wenn ihr hier mal guckt, da haben wir das Gitter. Ich hebe den jetzt mal ein bisschen an, damit wir das besser sehen. Dann könnt ihr schon sehen, da ist so ein kleiner Steg und dann kommt dieses Gitter da unten. Wenn wir uns das Ganze jetzt bei ihm hier anschauen, haben wir da, jetzt wackelt der Helm schon, Achtung, ich muss einmal meinen Arm dagegen machen, so. Dann haben wir da das Gitter mit Aufklebern gelöst und unten kommt das andere Gitter, auch mit dem Aufkleber gelöst. Und da ist ein sehr, sehr breiter Steg dazwischen. Ich persönlich hätte jetzt wahrscheinlich den Aufkleber auch noch hier drauf gemacht mit dem Gitter weiter, damit das Ganze ein bisschen weiter runterkommt, größer ist. Vielleicht hätte es besser ausgesehen, ich weiß es nicht. Müsste man eigentlich mal testen, indem man sich selber so einen grauen Streifen dahin klebt. Und hätte, ja, ich finde den Balken hier einfach zu dick. Das sieht irgendwie aus, als wenn so ein Hund seine Zähne oben fletscht. Also, Der Biker Scout Helm dagegen zum Beispiel ist eine Granate, wenn man sich den anguckt. Das ist wirklich toll. Also ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Ne? Schwarze Sachenfilm ist immer eine absolute Katastrophe, wie ich finde. Ja, von hinten sieht er so aus. Die Umsetzung dieses schön geschwungenen Helms ist natürlich schwierig. Ich finde, das haben sie ganz gut gelöst. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Diese Stäbe hier finde ich auch gut umgesetzt. Das ist am Helm ja im Prinzip das, was wir hier haben. Finde ich auch nett gemacht. Auch hier dieser kleine Nupsi hier vorne. Auch wirklich gut gemacht. Wir haben ein bedrucktes Teil. Das ist das Schild hier vorne. Ansonsten haben wir halt diese beiden Aufkleber. Den Aufkleber hier drunter und diesen kleinen Nasenaufkleber. Es sind vier Aufkleber dabei. Achso, ich habe das extra bereitgelegt. Da könnt ihr es auch nochmal sehen. Vier Sticker. Ja, viel mehr kann man in diesem Helm auch nicht zeigen. Also er ist gut. Ich finde ihn persönlich zu teuer. Aber ja, für mich gehört er an meine Sammlung. Ich musste ihn haben. Der Schönste ist es nicht. Ich muss auch gestehen, ich war nie ein Riesenfan von Darth Vader. Ich fand immer andere Charaktere cooler als Darth Vader. Ich finde zum Beispiel Jabba the Hutt und ja, was weiß ich, Boba Fett, Bib Fortuna und wie sie alle heißen, sind die wesentlich cooleren Charaktere als Darth Vader. Gehörte nie zu meinen Favoriten. Wir schauen uns aber das Ding hier nochmal an. Und zwar, was eine richtig coole Funktion ist. Ihr habt hier unten einen kleinen Knopf. Da drücken wir mal drauf. Und dann könnt ihr schon hören, das Ding hat den Atem von Darth Vader. Sehr, sehr cool. Und es hört sich auch richtig gut an. Und das Teil kann man auch noch auseinandernehmen. Ich verlinke euch den Helm hier mal bei Amazon. Ist ein Affiliate-Link natürlich. Falls ihr Interesse daran habt, ich finde den Preis, ich glaube, der liegt um 149, manchmal 139, je nachdem. Ich hoffe, es gibt ihn noch, aber ich werde ihn mal verlinken dann.
Das ist wirklich der Hammer. Wenn ihr jetzt nämlich euch das hier anguckt, man kann jetzt noch die Schale hier oben, die ist mit dem Magnet fest. Da sind Magnete und die Schale kann man abnehmen. Und dann haben wir da drunter nämlich das Ganze, ja, was man auch im Film sieht, als er in dieser Kammer sitzt. Und dann kann man hier nämlich auch noch reingucken. Ist wirklich ein cooles Teil. Sorry, jetzt habe ich hier diese Bänder. Ich nehme die mal kurz hoch. Moment. So, jetzt sieht man das einen Tick besser. Das ist schon wirklich schön gemacht. Auch da hinten diese Teile, die man ja sieht, wenn der Helm nachher im dritten Teil auseinandergenommen wird von Luke, da sind ja diese kleinen Atemteile oder was auch immer das sind, da vor seinem Mund. Das ist schon echt cool umgesetzt. Also ich finde es einen wirklich gelungenen Helm. Das Ding hier hängt an Knöpfe, das könnt ihr abnehmen. Dann kann man den Helm halt aufsetzen, macht das hier wieder zu und setzt dann die Schale wieder auf und dann ist man in dem Teil gefangen und kommt nie wieder raus. Das ist wirklich echt nett. Schönes, schönes Teil. Mir gefällt der Helm wirklich richtig gut. Ja, das war schon meine Vorstellung vom Darth Vader Helm und seinem kleinen Lego-Klon. Das muss jeder selbst entscheiden, ob er dafür das Geld ausgibt. Ich finde, das Geld ist jeden Cent wert. Hier geht so. Ich habe ihn gekauft, weil er in die Sammlung gehört. Ich finde ihn, also mich erinnert es eher an so einen Schlappohrhund, an einen Goofy, als an Darth Vader. Ich weiß nicht. Ich mag ihn nicht. Ich verlinke ihn euch auch bei Amazon, wenn ihr daran Interesse habt. Es gibt immer mal wieder Angebote. Ja, wer ihn haben muss, schlag zu, so wie ich, für die Sammlung, um sie zu komplettieren. Wer sagt, nee, sorry, der sieht aus wie Goofy in besten Zeiten, dem muss ich recht geben. Aber ja, es hat Spaß gemacht zu bauen. Das ist das Positive an diesem Helm. Und mehr kann ich jetzt darüber auch nicht verlieren. Ja, wir setzen jetzt nochmal hier seinen Deckel wieder auf. Ist natürlich ein perfektes Teil. Ich muss hier mal den Lego-Jungen ein bisschen wegschieben. Es ist natürlich ein perfektes Teil für... Das geht schwer, wenn er steht. Dann kriegt er ein bisschen einen bösen Blick. Es ist natürlich ein perfektes Teil für Fingerabdrücke sammeln und Staub. Da ist das Ding auch prädestiniert für, um das anzuziehen. Aber ja, schönes Ding. Gut, ich mache das mal kurz nochmal richtig hier. Jo, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet, was ihr von ihm haltet und ja, von ihm. Und gerne ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das würde mich auch tierisch freuen. Und ja, das letzte Wort hat unser Freund hier. Na, die Noppensteinstube sagt Tschüss.